Guten Morgen! Morgen ist es soweit. Am 29. Mai wird nichts weg vom Planeten Erde, beziehungsweise Escape from Planet Earth, 10 Jahre alt. Und wie ihr ja alle wisst, ja, wer meinen Namen kennt, Kip Supernova hat sein eigenes Buch und es erscheint auch am 29. Mai, nämlich morgen, am Day of the Supernova. Ja, es ist hier halt alles ein bisschen spontan. Das ist ein spontanes Werbevideo. Das Buch ist jetzt eigentlich schon in meinem eBay-Shop erhältlich und ab dem 29. Mai offiziell im Buchhandel, beziehungsweise dann natürlich auch auf Amazon und auf allen anderen Buchhandelsplattformen. Und das ist es. Ja, das ist es. Mit einer Auflage von 100 Stück gedruckt. Das sind rund 80 Kilo insgesamt. Und wer die Story noch nicht kennt, stellt euch vor, es droht eine richtig schlimme kosmische Katastrophe und Aliens retten die Welt. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Wer mich so ein bisschen mehr verfolgt, weiß vielleicht, um was es genau geht. Aber zu viel möchte ich nicht spoilern. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei drei Leuten schon bedanken. Zwei, die das Buch jetzt schon auf eBay gekauft haben. Und dann ein ganz netter Mitarbeiter, der an dem Buch mitgearbeitet hat, nämlich Speedy Cheetah oder auch Flitzkatz, wo das Lektorat übernommen hat. Bei über 400 Seiten, da können sich schon auch mal Rechtschreibfehler oder Zeichensetzungsfehler und so weiter einspielen. Das Buch kostet 18 Euro inklusive 7% Mehrwertsteuer. Und für alle, die wo jetzt fragen, hey Kip, kannst du es mir nicht für die Hälfte geben? Oder. Nein, das geht leider nicht. Das darf ich gar nicht, weil es besteht Buchpreisbindegesetz. Das heißt, ich muss es zu diesem Betrag verkaufen. Also, wer das Buch haben möchte, auf dem Link unten klicken. Und bei eBay oder bei Amazon, bei eBay wäre es ein bisschen lieber, weil bei eBay ist es ein bisschen unkomplizierter, aber natürlich könnt ihr auch in den nächsten Buchladen gehen und sagen, hey, ich möchte dieses Buch haben. Deswegen öffentliche ich unter diesem Video auch die ISBN-Nummer. Dann könnt ihr es euch da beziehen, wo ihr es möchtet. Macht bitte schnell, ich habe nur noch 97 Stück in meinem Lager. Ja, jetzt fragt ihr euch schon, hey, was soll denn das hier eigentlich? Ja, in meinem Geschäft verkaufe ich auch lustige Badezusätze. Ich mache mal das Licht an, sieht man das hier überhaupt? Ja, lustige Badezusätze, weil zur Copa-Kultur, also wo Kip, also mein Kip wohnt, nicht er, der Original-Kip ist ja Babianer, aber auf Copa ist Baden im Schleim und Glibber eine Teil von der Kultur. Und ich habe noch ein bisschen Schleimbuff und auch Jellybuff und Glibby in meinem Sortiment, nämlich bei ihm, bei meiner Firma, bei dem Matschfrosch. Ja, also ich habe auch den Link zu meinem Shop unten unten als Link reingesetzt. Also schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr den Day of the Supernova in Clipper feiern wollt. Macht bitte schnell, von diesem Pack hier habe ich nur noch eins, nämlich genau das hier. Grün und andere Farben habe ich noch vorrätig. Ja, das war's dann fürs Erste. Ich melde mich dann wahrscheinlich morgen wieder oder nachher nochmal mit einem anderen Video, weil dieser Tag soll natürlich gebührend gefeiert werden. Und ja, das ist das Original-Filmplakat, das ich damals vor 10 Jahren in einer Fernsehzeitschrift entdeckt habe. Und ich habe es gesehen, habe sofort gesagt, wow, das ist es. Ja. 29. Mai. Das war's. Kip Supernova over and out.